Sehe ich mal, wie du das siehst, wenn du immer live gehst. Wie meinst du? Weil ich sitze immer ja da und warte darauf, dass du sagst, wir sind jetzt live oder ich weiß nicht, wann es dann losgeht. Das ist eine Überraschung. Hallo! Hallo, ihr Lieben! Ich guck mal, ob das schon läuft hier. Sag mal hallo, wenn ihr da seid. Dachzeltnummern ist live. Dachzeltnummern ist live. Dachzeltnummern? Ja. Im Instagram meinst du jetzt? Hallo Volkmar, hallo Katrin Hadermann. Steven, mein Lieber. Steven ist immer da, gefühlt immer da, total cool. Also Instagram Hi. Läuft, Facebook gucke ich auch nochmal. Facebook läuft. Hi, 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 mein Lieber. Birdie sieht zu. Cool. Moin, Grüße aus Toronto. Liebe Grüße zurück. Mensch, aus Toronto? Kanada. Krass. Was ist denn da für eine Uhrzeit jetzt? Ihr seid krass. 6 Stunden drauf oder so? Ich gehe auf die Seite. Hallo. Hallo. Ich bin Pascal, Patrick, hier läuft es. Das ist cool. Mike sieht zu. Ah, seid ihr schon da, Mike? Seid ihr schon wieder zurück? Oder guckt ihr von unterwegs aus? Wahrscheinlich kommt unterwegs, ne? Dennis. Hallo Gisela, grüßt euch. Schön, dass ihr am Starthall seid. Hallo, hallo. Ja, ihr Lieben. Wisst ihr, worum es heute geht? Ja, wisst ihr, worum es heute geht? Nein? 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 Gut, den nehme ich auch nicht. Ja, wir haben heute mal ein ein Kuddelmuddel spontan live. Ein spontan live. Wir machen jetzt heute alles mal spontan. Wir gucken, was passiert. Wir quatschen über die Themen, die euch bewegen und die uns so einfallen. Und ja. Ihr hängt an einem Arm sozusagen bei mir und deswegen müssen wir ab und zu mal Seiten wechseln. Ja, liebe Leute, wo sind wir, Rebecca? Wir sind in der Steiermark, in Erzberg, in dem Erzbergwerk hier von Österreich. Genau, auf dem Erzberg. Ja. In Eisenerz, habe ich gesagt, oder? Eisenerz hast du gesagt? Das ist hier der Erzberg. Also genau. Da hinten sieht man, jetzt ist da hinten, da hinten sieht man überall so teilweise Abbau. Gebiete. Also genau, da oben der Hang entlang, genau. Das sind so treppenförmig, wenn ihr es vielleicht seht. Da sind so verschiedene Geräte auch am Machen und ab und zu kommt da so eine Sprengung hoch. Also zwischen 9.40 Uhr und 10 Uhr und zwischen 16.40 Uhr und 17 Uhr. Gut zu wissen. Ja, hier sind wir aus einem bestimmten Grund, weil am Wochenende war das OTA Globetrotter Rodeo hier in Österreich, in der Steiermark, im Erzberg. Und deswegen sind wir hier. Ja, weil wir da ein Dachzeltnummern-Camp hatten mit lauter Dachzeltnummern, die hier waren. Wie viele Fahrzeuge waren wir ungefähr? Ich glaube so 20 oder so? 20, ungefähr? 25, irgendwie sowas in der Art. Ganz viele coole Leute kennengelernt, ganz viele von jung bis alt, also richtig, richtig cool. Opa Klaus haben wir getroffen zum Beispiel. Vielleicht treffen wir den gleich nochmal. Ja. Lukas, Pauline, Dennis war da. Diana, Mike waren da, die haben sich auch gerade schon gemeldet und viele, viele andere, die wir dann alle noch kennengelernt haben. Heute haben wir sogar Geburtstag gefeiert. Ja, mit Martin. Martin hatte Geburtstag, es war sehr cool. Genau, ihr Lieben, und deswegen sind wir hier jetzt in der Wüste im Berg hier, guck mal, laufen hier auf so... So, das ist so ein bisschen wie, also da vorne ist ein See. Und hier ist ein See. Ich habe hier so ein bisschen Angst, dass es so treibsandmäßig ist, deswegen sage ich schon zu Tilo die ganze Zeit, bitte nicht weiterlaufen, lass es nicht weiterlaufen, ich habe Angst. Ja. Und ich sag, komm, es geht noch ein bisschen, wir probieren das jetzt aus. Also wenn wir gleich so langsam so versinken. Ja. Rebecca, wo bist du? Rebecca! Nicht weiter, da vorne ist Wasser. Ach komm, ein bisschen geht noch. Wir laufen jetzt so ein bisschen zum Wasser und wir können ja gerettet werden. Noch sind ja noch ein paar Leute da hier, die Veranstaltung hier aufräumen sozusagen. Das war krass, also hier vorne, wenn ihr hier mal guckt, da hinten seht ihr, dahinter Rebecca, seht ihr so einen Berg, da geht so eine Straße hoch und da oben in dem Berg, da war das Globetrotter, also da war die, das Camp und dahinter Offroad. Und da hinten düst auch gerade wieder einer entlang noch. Also war eine richtig coole Veranstaltung, viel los und das Camp war total entspannt. Also wirklich ganz viele nette Leute da am Start und was wir halt gemacht haben, wir haben auch so ein Dachzelt normalen Stand gehabt auf der Aussteller-Area. Ich hoffe, ihr hört uns jetzt noch. Hier ist so ein bisschen Halligalli, hier wird ein bisschen schnell gefahren. Und was haben wir noch gemacht, Rebecca? Wir haben einen Vortrag gehalten. Das Thema vom letzte Woche live. Also genau, erinnert dich noch, das letzte Live-Thema war? Dachzelt, Trend oder Bewegung. Trend oder Bewegung. Aber haben wir einen kleinen Vortrag gehalten und das nochmal mit den Leuten hier vor Ort ein bisschen diskutiert. Das war total spannend, weil wir haben eigentlich noch nie gemeinsam irgendwo gestanden und gequatscht. Also wir quatschen ja eigentlich jeden Sonntag hier mit euch im Live und dann waren wir da auf einmal auf der Bühne.
Und das war für uns so eine kleine, also ja, war schon eine kleine Herausforderung, weil so wissen wir ja nicht, was so passiert und wie es war, aber es war wirklich total nett. Waren so, da war gerade total weich. Fast bin ich eingesunken. Du bist fast eingesunken? Okay, ich halte dich fest, wenn es soweit ist, dann ziehe ich dich wieder raus. Ich merke ja, wenn da irgendwas fehlt, dann gehe ich eben zurück. Ja, du hast gesagt, es war total nett bei dem Vortrag. Genau, so 30, 40 Leute waren da am Start. Nee, vielleicht sogar auch 50. Also ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich nicht durchgezählt. Waren viele Leute, die auch, auch wild diskutiert haben tatsächlich. Und wir haben einige von euren Kommentaren auch mit reingebracht in das, in den Vortrag. Das war auch wirklich, wirklich cool. Ja. Also von euren Kommentaren, ja, von jetzt von live und vom Vorfeld. Wir haben ja im Vorfeld eine Umfrage auf Instagram gemacht. Das haben wir auch gezeigt und da ein paar Kommentare rausgepickt. Und es war eigentlich so auch das, was so die meisten Gänsehautmomente waren, gell? Ja. Also die coolen Kommentare. Die coolen Kommentare von euch, genau. Und ich guck mal eben, dass ich das hier richtig halte. Die coolen Kommentare. Sehr schön, Thilo. Ja, es geht schon ein bisschen auf den Arm. Ich wechsle den Arm nochmal wieder. Hallo. Und wir haben den Vortrag aufgezeichnet. Das war ganz cool. Der liebe Dennis hat sich drum gekümmert. Diana und Maike haben Fotos gemacht. Das war total cool. Und die sind auch jetzt leider schon wieder zu Hause oder auf dem Weg nach Hause. Aber Dennis hat ein Video gemacht und das Video steht bei YouTube. Ihr könnt euch das angucken auf dem Dachzeitnomaden-Kanal. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, wenn ihr Bock habt, euch den Vortrag nochmal reinzutun. Dann macht das gerne. Reinzutun. Reinzutun, ja. Das ist eine Qual. Genau. Ja. Ja. Das war und jetzt? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben gestern drüber nachgedacht, was haben wir denn morgen für ein Live-Thema? Und haben heute drüber nachgedacht und haben uns gedacht, irgendwie, wir waren auch ganz gut beschäftigt hier, das muss man sagen. Ne? Also mit dem Vortrag, mit dem Camp, mit dem Stand, den wir auf- und abgebaut haben jetzt auch noch und ganz vielen Leuten gequatscht. Also da war schon ordentlich Alarm. Deswegen waren wir auch eigentlich gar nicht in der Lage, jetzt großartig vorzubereiten. Hätten wir es nicht am Mittwoch gemacht. Und deswegen haben wir gedacht, komm, ach scheiß drauf, wir planen heute mal gar nichts und wir lassen einfach mal diese Sau raus und machen einfach das, was uns Freude bereitet. Und so sind wir. Funktioniert bei euch YouTube? Eigentlich müsste es funktionieren. Ich glaube schon. Gucke mal. Serafina, wir checken das mal eben. Dennis sitzt da hinten, können wir gleich nochmal zeigen, und macht den YouTube-Manager. Genau. Gibt es denn irgendwas, was euch interessiert? Grüße nach Öseland. Genau, auch das finden wir vielleicht mal sagen, also wo du es gerade gesagt hast, das Live-Thema. Ne? Wir haben ja jetzt schon verschiedene Lives zu verschiedenen Themen gemacht, so technische Themen oder Dachzelt-Themen, natürlich immer irgendwie Bezug zum Dachzelt, und haben immer so recherchiert für euch, ein paar Sachen zusammengesucht. Was interessiert euch denn vielleicht noch? Also was für Themen interessieren für euch vielleicht noch? Nicht, dass wir nicht noch Themen auf der Lage hätten, wir haben noch einige, aber wenn wir wissen, was euch noch besonders interessiert, dann können wir uns da nochmal besonders drum kümmern. Also wenn ihr was habt, dann haut mal in die Kommentare rein. Was gibt's Neues? Ach, echt? Ich weiß nicht warum, aber Dennis hat auch geschrieben, YouTube läuft nicht. Scheiße. Jetzt haben wir jetzt schon wieder Probleme mit YouTube leider. Aber kein Thema, wir werden das live jetzt aufzeichnen hier und packen das dann nachher auf YouTube. Dann ist es halt da leider nicht live. Alle, die jetzt auf YouTube zuschauen wollten, herzlich willkommen auf Facebook oder Instagram. Herzlich willkommen auf Facebook oder Instagram. Und hier sieht es auch aus, also Achtung. Achtung. Das könntest du einsinken. Hier ist ein Loch, ein riesiges Loch. Das ist nix, alles cool. Aber es sieht hier aus, guck mal hier, wie das aussieht, wie in der Wüste, wie Salzwüste, wie in irgendwie, sieht das da, hier, wie heißt denn diese Wüste da in den USA noch da? Salzwüste heißt die einfach nur? Keine Ahnung. Ich weiß da, wo immer alle diese Bilder machen, wo einer so auf der Hand steht und der andere so hinten drauf. Ja, kann sein. Was gibt's neu zum Spezial? Was gibt's neu zum Spezial, fragt Patrick Till. Was gibt's neu zum Spezial? Also, Spezial? Zum Spezial? Was Neues? Also es gibt total viele tolle Ideen. Der Adrian hat echt viel Ideen zu Aktivitäten, die wir dort machen können. Wirklich, klingt jetzt total verrucht, aber also einfach coole Sachen, die wir jetzt noch in Planung sind. Und sobald es da mehr Infos zu gibt, dann geben wir euch natürlich. Obwohl, eine Sache können wir wahrscheinlich schon teasern. Was denn? Weil es vielleicht auch interessant ist, ob da Leute drauf Bock drauf haben. Was denn? Mit dem... Oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Meinen wir das gleich? Was? Das Drehboot. Ja, oder warum die ganze Boot? Ja, meine ich. Soll man sagen? Ja. Okay. Also Leute, also wir haben die Idee, wir haben da einen See, ne? Ist ja klar. Also das ist ein See. Also wir sind am See und am See kann man entweder baden oder was kann man noch machen? Man kann mit dem Boot rausfahren, ne? Und es gibt tatsächlich eine Segelschule, die uns Boote zur Verfügung stellen würde, die man dort dann mieten kann vor Ort. Also sowohl Segelboote als auch Motorboote, als auch Kanus, als auch Subs. Also wir haben eigentlich alles an Wassersportgeräten da, theoretisch. Und wir haben uns überlegt, wie wir das regeln, dass wir das vernünftig
abwickeln, ohne dass es zu ganz viel Stress für uns ausartet, weil wenn es so in diese Sache geht wie Dachzeltverleih auf dem Dachzeltfestival, dann haben wir, dann ist es, glaube ich, nicht so einfach, wenn man das im Vorfeld alles so ganz genau festlegt. Aber wenn man so ein bisschen ein Stimmungsbild hat, wie euch das interessieren würde, da vielleicht vor Ort was zu leihen, dann wäre das gar nicht schlecht. Also ich glaube, da machen wir nochmal eine Umfrage zu. Ja, ich denke auch, ja. Das wäre, glaube ich, das Schlauste. Es ist halt auch so, wenn die Segelschule am Ende irgendwie 100 Boote mitbringt und wir davon nur 2 vermieten oder so, oder weil halt einfach keiner Bock auf Boote hat im Oktober, dann wäre halt doof für die Segelschule und ja. Ja. Ist halt auch nicht so geil dann. Also deswegen, soll ich wieder rüber? Ja. Arm gewechselt. Hallo. Genau. Ich sage jetzt mal Hallo, wenn ich wechsle. Hab weißt du was, kann man auf dem Boden kurz sitzen? Kann man sitzen? Ja. Kann man sitzen, komm, wir stellen euch mal eben kurz hin. Gucken, wie das funktioniert. Akku raus hier, damit alles auch funktioniert. Ach, guck mal. Ach, schön, ganz nett hier. Ja. Ach, das sieht, die Umgebung sieht ganz nett aus. Ja. Ja, sieht cool aus. Gibt es schon einen ganz genauen Termin für das DZF 2020? Kann ja schlecht den ganzen Mai Urlaub nehmen. Ja, Nico. Wir sind in der Zielgeraden, würde ich mal sagen, aber es dauert wahrscheinlich noch 4 Wochen. Vielleicht auch 5 oder 6 Wochen, bis wir das dann final fertig haben. Wir sind dabei und können dann auch erst den Termin glatt ziehen. Und das werden wir euch, sobald wir es einigermaßen fix haben, werden wir den Termin glatt ziehen. Und dann sagen wir den euch auch. Also, ja, aber Mitte Mai hatten wir ja schon gesagt. Ja. Also das wäre Mitte Mai ist so das Ziel. Ist unser präferiertes genau. Datum. Aber solange wir halt keine Location haben, können wir nicht sagen, es wird da sein, weil wir müssen ja erst die Location finden, ja. Und dann muss die diesen Termin ja auch frei haben. Deswegen. Und wenn es die Location wird, die wir da im Kopf haben, also wir haben natürlich da 1, 2 vielleicht im Kopf, aber wenn wir eine im Kopf haben, Leute. Das wäre schon leider geil. Leute, das wäre nochmal. Also haben mir viele gesagt, Rombachsee, höre ich immer wieder. Rombachsee ist nicht mehr zu toppen. Ja. Es geht einfach nicht besser. Und es geht auch nicht um besser und schneller und höher und weiter. Darum geht es nicht. Es geht um anders. Aber anders und geil. Und ich glaube, das schaffen wir, wenn wir das in der Location machen, auch weil es einfach so eine coole. Also egal, wir werden es erzählen, sobald es dann spruchreif ist, ne? Wenn wir das alles in trockenen Tüchern haben. Noch ein bisschen Geduld. Aber also Mitte Mai könnt ihr euch schon mal so merken. Der Boden wackelt voll, wenn du dich bewegst. Ja? Mach mal, beweg du dich mal. Ein bisschen schon. Death Valley, ja, so sieht es hier aus. Hier hat jemand gefragt, wie sieht es eigentlich der TÜV mit Dachzelt? Also das Dachzelt ist Ladung und deswegen ist es dem TÜV egal. Genau. Einfach draufschnallen. Nur gucken, dass es sicher ist, fest ist. DZF, wo soll es sein? Auch das erzählen wir euch, sobald wir es klar haben. Das wäre mega cool. Segelboot, du bist bei Instagram, mal gucken. Ja. Okay, dann gucke ich mal bei Facebook. Guck beides. Segelboot und Kajak, da bin ich dabei. Yes, das hört sich gut an. Wir haben auch überlegt, übrigens mit diesen Booten, wir haben ja gesagt, dass wir so ein Cleanup machen auf dem Dachzeltcamp Spezial, ne? Dass wir gemeinsam Müll sammeln gehen. Mal gucken. Hoffentlich finden wir auch Müll. Aber wir wollen das auf jeden Fall mal machen, gemeinsam losziehen und Müll sammeln. Und das kann man ja sowohl außerhalb des, also am Ufer machen oder irgendwo in der Walachei oder eben auch auf dem Wasser. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Und das könnte man tatsächlich dann mit Kajaks verbinden. Oh, was hab ich hier gemacht? Du wolltest Oliver ins Live einladen. Oh, Oliver, falsch gedrückt. Gibt es eigentlich schon wieder Planung für das zweite Wintercamp? Also, Wintercamp ist ein cooles Stichwort. Wir haben jetzt gerade in der Gruppe auch eine kurze Diskussion gehabt. Es ging um Österreich. Wir wollen tatsächlich auch in Österreich mal was starten. Das ist gestaltet sich aufgrund dieser, wie heißen die Dinger nochmal? Diese großen da, diese Berge. Berge. Diese Berge ist immer so ein bisschen, also diese Fläche zu finden, die jetzt kein Campingplatz ist, aber trotzdem die Fläche hat, damit die Fahrzeuge da sind und trotzdem nicht so nah an irgendwelchen Hauptstraßen oder Bundesstraßen ist, nicht so einfach. Aber wir haben da einige Ideen. Und im Winter hat man tatsächlich die Herausforderung, dass die Sonne halt irgendwie gefühlt um 15 Uhr weg ist, wenn du irgendwo in Bergnähe bist. Also das ist nochmal eine weitere Herausforderung. Aber wer von euch Ideen hat für eine Location in Österreich, ja, gerne, und Wintercamp, darum bin ich ja drauf gekommen. Klar, wir haben auch voll Bock auf Wintercamp und eventuell überlegen wir auch, ob wir nicht was über die Feiertage machen. Zu Weihnachten, Silvester so, wäre nicht schon ganz nett. Das wäre ganz sexy, ne? Ja. Und Wintercamp, ja, für alle, die wieder ein bisschen frieren wollen, gemeinsam frieren wollen. Wie gesagt, beim letzten Mal minus 14 Grad, war eine coole Nummer. Mehr als minus 14? Ja. Nein. Doch. Minus 14,2, okay. Nee, es war jetzt Kajak nicht. Würde ich auch machen, segeln kann ich nicht. Genau, das muss ja auch nicht jeder können. Da, da müsst ihr euch nicht keinen Kopf machen. Das kann man ja auch dann zu mehreren Leuten mieten. Beim Getränkehersteller was hat er gesagt? Eva hat es gesagt. Beim Getränkehersteller aufs Flugplatz. Was meinst du denn? Also ein Flugplatz ist auch eine coole Location. Jetzt vielleicht ein bisschen groß für einen Camp. Meinst du bei Red Bull?
Weil für das Festival wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit. Du meinst bestimmt den Spielberg, oder? Kann sein. Eva, kannst du mal sagen. Aber Spielberg wäre im Übrigen keine Option, weil es einfach viel zu nah an der Straße ist. Ja. Also das ist zu laut. Mit Dachzelten haben wir immer die Herausforderung, dass man ja, ihr wisst es ja selber, dass man immer irgendwie den Geräuschen ausgesetzt ist. Und was vielleicht ein cooler Stellplatz für Wohnmobile ist, ist manchmal nicht so ein cooler Stellplatz für Dachzelte. Ja. Und da hatten wir bisher immer Glück, dass wir eine recht abgeschiedene Sache gehabt haben. Eigentlich ist diese Location auch ziemlich geil, ne? Also dieser Erzberg hier ist ja auch Fläche, wo man in verschiedenen Terrassen auch stehen kann. Das ist viel zu groß für ein Camp, aber irgendwie ist schon cool, ne? Können wir auch mal checken, ob sowas theoretisch möglich ist. Klar. Nochmal mit dem Stefan reden. Der müsste auch noch da sein irgendwo. Hier, Gerlinde Heine fragt, Rebecca, gibt es schon einen Dachzelt nochmal einen Geocache? Gibt es noch nicht, aber es gibt gerade jemanden, der einen Artikel über Geocaching in Verbindung mit Camping schreibt. Also da bin ich schon gespannt drauf, weil die liebe Lisa Caravanchi hat mir das Geocachen mitgegeben auf den Weg und ich finde das auch total spannend, weil es einfach eine coole Freizeitbeschäftigung ist und das werden wir bestimmt auch noch mal ein bisschen fokussieren. Hey Serafina, grüß dich. Viel Spaß beim Zittern im Winter, sagt sie. Du, das ist gar nicht so dramatisch. Im Winter macht es eigentlich besonders Spaß, weil es eine besondere Herausforderung ist. Also wir genießen das tatsächlich und Gemeinschaft ist es noch viel cooler, wenn du dann am warmen Lagerfeuer stehst und was Warmes isst und gemeinsam dort die Zeit verbringst, das ist wirklich, hat wirklich was Besonderes. Ja. Also mag man jetzt denken, boah, es ist ja alles nur unangenehm, frag die Leute, die dabei waren. Und viele haben es das erste Mal gemacht. Ja, das stimmt. Also es ist schon krass. Und da fand ich auch, kam diese Woche auch ein cooler Vorschlag von Sandra Till, dass man sich auf dem nächsten Winter- oder Herbstcamp die Dachzeltstandheizung teilen kann mit Y-Stücken. Ja, genau, also dass jeder, der eine Heizung hat, zum Beispiel, ich habe ja eine Standheizung im Auto, die ich eigentlich nicht fürs Dachzelt nutze, aber wenn jemand bei irgendeinem Camp sich neben mich stellen möchte und die Standheizung nutzen mag, um sich zu heizen, dann kann er das gerne machen. Und mit der einen Standheizung kannst du zwei Autos heizen eigentlich, musst du nur die entsprechenden Verlängerungen und so dabei haben. Also das war wirklich ein cooler Vorschlag. Ja. Und es hatte wirklich was Besonderes, das Wintercamp. Ja. Das kann man auch gar nicht so beschreiben. Es ist wie, jede Veranstaltung hat irgendwie was Besonderes und das war eben da die Kälte, die aber sich nicht wie minus 14 angefühlt hatte. Nee. Überhaupt nicht. Naja, die Bärte sind gefroren. Ja, ein bisschen. Ach gut, wir haben solche Eiszapfen hier gehabt, aber ansonsten, es war nicht kalt. Du saß ja eigentlich den ganzen Tag im Badezube. Ja, stimmt. Badezuber ist auch super geil, übrigens. Also, gibt's auch übrigens am Dachzeltcamp Spezial. Badezuber haben wir am Start. Genau, der Name und ich. Genau. Okay. Was? Wie heißt er, wer das mitbringt? Falco bringt Falco das mit, bringt genau. Das ja. Glühwein schmeckt im Sommer auch doof. Ja, vollkommen richtig. Und wir haben hier noch was anderes. DZF auf dem alten Flugplatz Tempelhof. Ja, in Berlin meinst du. Das wäre natürlich auch cool, aber den kann man für Veranstaltungen, soweit ich weiß, nicht mieten. Nur die Gebäude, die drumherum sind. Und wir brauchen ja Fläche. Genau. Und wir waren im Bodenzelt unterwegs. Auf dem Dachzelt. Auf dem Dachzeltfestival, ne? Ja, ihr hattet da noch kein Dachzelt. Stimmt, ihr hattet das Dachzelt dann auf dem DZF gewonnen. Ja, sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr coole Aktion. Da waren wirklich viele cool, also dass sie die als Einsteiger da unterwegs sind und dann das machen. Respekt, auch mein Respekt tatsächlich für Leute, die bei den Temperaturen anfangen zu campen. Ja. Echt Respekt, Respekt. Übrigens, apropos, dass wir hier auch so im Gelände sind, das ist ja eine Offroad-Veranstaltung gewesen, ne? OTA, Globetrotter Rodeo in Österreich. Und wir haben ja auch immer wieder ganz viele Leute dabei, die irgendwie auf Offroad abfahren. Das haben wir deswegen auch in jedem unserer Veranstaltungen, schon das Dachzeltfestival, immer mit berücksichtigt und haben sowas angeboten. Und ach, jetzt geht's dann nach oben entgegen. Ja. Da hinten fahren die jetzt gerade in den Berg rein. Das ganze Team fährt da rein und macht jetzt so eine kleine Abschlussveranstaltung da oben. Wir haben nämlich auch deswegen dieses Dachzelt Offroad Camp an den Start gebracht und das geht jetzt in... Ist schief? Oh, ist schief. Ja. Wir sind nicht abgesunken hier in dem Treibsand. Wir sind noch da. Und das Dachzelt Offroad Camp findet in 3 Wochen statt. Ja, also wenn ihr dabei sein wollt... 13. bis 15. September in Brandenburg. Ihr müsst natürlich nicht Offroad fahren, ihr könnt auch einfach zum Campen kommen. Also es gibt ein Camping-Ticket und Offroad-Ticket. Also Camping und Offroad oder nur Camping. Und dann seid ihr einfach dabei, wenn ihr Bock habt, einfach nur mal dabei zu sein. Geht auch. Das fand ich auch ganz cool schon in der Diskussion unter der Veranstaltung in der Facebook-Gruppe über das Offroad-Camp, dass sich schon einige Offroader angeboten haben, dass man mitfahren kann oder dass man eben mit ins Offroad-Gelände mitgenommen wird, wenn man kein eigenes Offroader hat, und mal fahren möchte. Also das ist auch echt cool. Das ist schon wieder eine Gemeinschaft oder eine Gemeinschaftssache, die... Ja. Ja. Dirk sagt bitte gen Norden, Schleswig-Holstein wäre cool. Ja, wir haben ja in Hamburg und in Bremen haben wir ja jemals ein Dachzelt-Meetup. Das genau. In Hamburg ist über den 3. Oktober.
Hallo Leute, hört ihr uns wieder? Hört ihr uns wieder? Sind wir wieder am Start bei Facebook? Vor allen Dingen Instagram ist, glaube ich, die ganze Zeit durchgelaufen. Nee, Insta hat auch gehackt, stand hier. Hat gehackt? Ja. Leute, sagt mal eben Hallo, Hallo oder ja, 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 damit wir wissen, dass ihr wieder da seid. Und wir werden jetzt mal die Zeit nutzen, eben das Netz zu finden. Und wir werden jetzt mal in Richtung unseres Camps gehen hier. Also das, was übrig geblieben ist vom Camp. Wir haben nämlich jetzt mal alle noch zusammengeholt. Wir sind auch nur noch 5, 6, 7 Fahrzeuge. Und wir gehen jetzt mal eben da vorbei. Und dann könnt ihr mal sehen, wer alles noch mit uns hier am Start ist. Und zeigen wir euch das mal eben. Dafür gehen wir jetzt hier über diesen Treibsand. Also letztes Jahr ist da wirklich jemand stecken geblieben, der da baden wollte. In dem Aber letztes Jahr ist auch ganz viel Regen gewesen. Das war ja dieses Jahr nur an gestern ein bisschen Regen. Ansonsten war es total cool. Canyon. Hier müssen wir noch einen kleinen Canyon überwinden. Hier, guck mal. Hier riecht es auch, als wären hier schon einige Canyon-Dinge gegangen. Das ist ein kleines Pipi-Loch hier, glaube ich. So. Da hinten seht ihr schon, da hinten seht ihr noch so ein, gerade so ein abreisendes Expeditionsmobil, so einen fetten LKW. So, und jetzt guckt mal hier. Achso, was ich gerade noch sagen wollte, genau, Hamburg haben wir ja über den 3. Oktober im Meetup und in Bremen Anfang November. Genau. Also da ist ganz viel in Schleswig-Holstein, nee, nicht Schleswig-Holstein, ist ja Hamburg und Bremen, also Hamburg und Bremen, im Norden. Ja, aber im Norden. Und ganz witzig, Leute, wir haben jetzt viele kleine Veranstaltungen. Fast jedes Wochenende ist irgendeine Veranstaltung, wo wir die mit Dachzelten zu tun hat. Also wenn ihr Bock habt, andere Dachzeltnomaden zu treffen, guckt die Meetups euch an. Gebt mal ein Meetup Dachzeltnomaden und ihr werdet die Seite finden, wo die Übersicht ist. Und dann könnt ihr in die Schweiz kommen, nach Oberbayern, jetzt schon in 2 Wochen. In 2 Wochen ist das schon. In 2 Wochen ist Oberbayern. Da sind wir unten nahe der tschechischen Grenze. Ja. Und dann gibt es noch in Bremen und Hamburg und in Schweiz habe ich schon gesagt. Genau. So, guck mal hier. Frau Bünden. Guck mal da. Da, wo Rebecca da jetzt langläuft. Könnt ihr schon erkennen, wer da am Start ist? Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr das seht. Und mal gucken, ob wir da, wen wir da finden. Brauchen nur ein bisschen Licht, glaube ich. So langsam geht es hier dunkel. Das finde ich komplett im. Wo gibt's Essen? Es könnte sogar Essen geben. Hallo! Hallöchen! Guten Abend! Guten Abend! Guten Tag! Guck mal hier. Hier wird lecker vorbereitet. Und hier gibt es gleich wahrscheinlich. Was gibt es hier gleich? Es gibt Schweinsülze mit Nudeleintopf. Schweinsülze. Krass! Ja, wirklich? Du hast alles kaputt gemacht. Es gibt hier Nudeln und Steak werden gerade gebraten. So, ich zeige euch jetzt mal eben, wer hier alles da ist. Aber ich brauche, glaube ich, mal ein bisschen Licht. Hat jemand? Ich habe gerade schon gefragt, aber. Lampe? Ja, so eine Stirnlampe oder so? Ach so, ich hab eine Lampe. Guck mal, das ist auch, das ist auch eine geile Lampe hier. Habe ich cool gemacht? Ja, ja, das hast du cool gemacht. Das ist übrigens die Petra. Ja. Und guck mal, die Petra hat hier dieses, also diesen, dieses Windlicht, das hat sie da eine Lampe reingestellt. Oh, das ist viel zu viel. Ich wollte die nur ärgern. Sogar eine Solarlampe. Ja, eine Solarlampe reingestellt. Mhm. Was brauchst du denn hier? Erzähl doch mal, Petra. Wer bist denn du, Petra? Petra. Petra, das ist ja, Petra. Ja, genau. Ja. Reicht doch. Ja. Und die Petra gehört zu Opa Klaus. Ja, die ist die Frau von Opa Klaus. Und wenn ihr Opa Klaus noch nicht kennt, dann guckt euch mal auf unserem Blog um. Da haben wir ein Interview mit ihm gemacht. Er hat seinen Anfänger vorgestellt und auf YouTube. Und hast du den Opa Klaus mitgebracht oder bist du ganz alleine hier, Petra? Alleine. Alleine? Ja. Nein. Das heißt, ich glaube euch kein Wort. So. Ja, einer muss ja kochen, ne? Ja, guck mal. Ich sehe hier schon jemanden. Ich sehe ihn hier schon. Tim, ich muss meinen Akku rausholen. Na, wer ist denn da? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, das ist der Klaus. Der Klaus hat heute also die ganze Zeit mit uns gecampt da oben. Und er ist eigentlich auch schon auf mehreren Veranstaltungen gewesen, ne? Du warst beim Wintercamp auch dabei, haben wir darüber gesprochen. Ja. Und beim Dachzeltfestival auch. Ja. Und Opa Klaus hat, und Opa Klaus haben wir ihn so genannt für das Interview. Komm ein bisschen näher, Opa Klaus. Ich komme sonst, ja, genau, sonst. Ah, guck mal hier, ein bisschen kuscheln. Ja, kuschel mal ein bisschen. Rebecca, wo bist du? Ach, du hältst Licht? Ja. Ach, es kommt noch sonst davor, dazu. Das ist schon gehen. Ja. Opa Klaus, du hast einen Anhänger ausgewählt. Also, Opa Klaus bastelt gerne. Ja.
habe einen Anhänger ausgebaut. Genau. Und das ist wirklich, oben ja, drauf. Das ist wirklich cool, weil du von innen in den Anhänger, also du gehst in den Anhänger rein und kannst dann oben aufs Dachzelt hochsteigen. Und das ist eine sehr coole Lösung, abgesehen von ganz vielen anderen kleinen, coolen Lösungen. Details, ja. Ja, die du da gedacht hast. Hm? Zum Beispiel die, Unterhosenklappe Geheimversteck der Unterhosen aus, die du natürlich abends um 22.32 Uhr findest. Klar. Ja, genau. Hier, die Gerlinde schreibt, cool die beiden, Petra, Supi, Gruß Klausi. Gruß Klausi. Hallo. Genau, und das ist aus dem Bootsbau, hat er sich das rausgeholt und hat das in den Anhänger verbaut. Also sehr coole Lösung. Wenn ihr das mal abchecken wollt und euch inspirieren lassen wollt, macht das gerne. Und ganz abgesehen davon ist Opa Klaus auch ein super Typ. Also wir haben ihn jetzt noch mal länger kennengelernt und intensiver, weil wir sonst ja wenig Zeit gehabt hatten eigentlich bisher. Ja, stimmt. Das ist eigentlich schon cool. Und deswegen sind sie noch die letzte Nacht auch hier im Stand. Juhu! Tschüss! So schüchtern. Eigentlich ist er gar nicht so schüchtern. Das ist eigentlich, nee, der hat Hunger. Mit dem kann ich nicht gut quatschen. Ja, dann geh jetzt mal hier. Der hat Hunger. Dein Steak. So, wen haben wir hier? Könnt ihr mal zusammen vorbeikommen hier, ihr beiden. Schaffen wir das zu dritt? Die Familie Bürger. Guck mal näher, von hier so richtig ran, so kuscheln so. Guck mal da. Genau, die Familie Bürger. Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr denn so? Wir sind Dachzeltnomaden. Ich habe leider noch kein Dachzelt, aber genau. Wir leben beide Vollzeit im Auto auch. Ja? Ja, wir kommen gleich nach. Wir machen gerade noch live. Ja? Wir essen und machen live, dann kommen wir nach. Okay. Ich hab's nicht verstanden, das war österreichisch. Sag mal jemand. Achso. Wir kommen gleich nach! Wir kommen gleich! Ja, die fahren jetzt alle auf den Berg da hoch und haben uns eingeladen, da mitzumachen. Total lieb und nett. Aber wir wollen dann eben kurz mit euch quatschen und noch ein bisschen was essen und dann können wir da ja nach. Wow, genau. Pauline, die wohnt im Auto. Also sie hat jetzt auch verschiedene Autos ausprobiert und. Das hört sich voll nach Luxus an. Ja, das ist. Also das ist ein Opel? Opel Combo. Opel Combo, genau. Ja, genau. Genau. Und. Jetzt, wenn du Bock hast, dann irgendwann noch ein Dachzelt drauf, ne? Bist noch am Überlegen. Aber also Bock habe ich. Ja. Und nach und nach. Der Combo, da ist jetzt noch nichts dran gemacht. Der wird ausgebaut und dann kommt das Dachzelt drauf. Und ja, danke schön. Genau, und Pauline wohnt auch komplett Vollzeit im Auto. Genau. Also das ist auch eine ziemlich coole Sache. Und der Lukas, der da hinten sitzt, den kennt ihr vielleicht auch schon. Der ist ja masseusenmäßig. Also er ist ja unsere Masseuse. Hallo! Und der Lukas massiert. Und der Lukas wohnt auch Vollzeit im Dachzelt, und zwar da oben in diesem Dachzelt. Was übrigens, ganz Fun Fact jetzt am Rande mal, das ist mein erstes Dachzelt da oben. Also nicht, das gehörte mir nicht, ich habe es geliehen und Lukas hat es auch geliehen von dem es gehört. Das ist der Pit, den habt ihr auf dem Dachzeltfestival auch gesehen, der hat die Kasse gemacht. Und der hat das dann abgegeben und der Lukas ist dann da eingezogen und der besitzt jetzt das Dachzelt. Genau, ich habe ja mein eigenes gekauft dann. Ja, ich habe das voll möbliert. Ich habe da jetzt eine Küche drin. Ich habe da. Ofen hast du drin, ne? Ofen gelanden. Also, stimmt ja, 2000 Watt Base Machine ist da gerade. Ich wollte gerade sagen, ja, wollte das mal sehen. Guck mal hier. Was kennst du die denn? Das können wir auch noch mal eben kurz zeigen. Oh, danke. Genau. Hier. Seht ihr das? Also, Lukas schläft da oben nicht, sondern der hat einfach seine Musikanlage da oben drin. Ja. Und ja, läuft auch. Also, er kann alles. Er kann laut und kann leise. Ja, fette Party haben wir gemacht gestern. Oh ja. Ja, es war sehr laut, es war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, körperlich ekstatisch ausrasten, ist sehr gesund. Und zwischendurch, ja genau, das macht er auch sehr gerne. Also wenn ihr euch da mal auslassen wollt, dann empfehle ich euch eine Musikkur mit Lukas Bürger. Unter anderem beim Autofahren. Lieblingslied reinmachen und richtig abspacken. So, das hilft sehr, sehr viel im Alltag. Mache ich öfter. Könnte ich vielleicht wieder mehr Videos reinstellen. Ja, auf jeden Fall super cool. Auch er die ganze Zeit im Dachzelt und der hat sich wirklich sein Auto so vollgepackt mit Kram. Also ich wundere mich immer, wie der das hinkriegt, was der da alles rausholt. Also dann stehen da so 1000 Millionen Sachen und er wohnt ja auch noch nebenbei dabei. Aber es funktioniert, es geht. Seit einem Jahr. Mhm. Glückwunsch. Dankeschön. Seit einem Jahr, genau jetzt? August bin ich eingezogen, letztes Jahr. Ja. Es läuft, es kann gehen. Siehst du, seht ihr? Genau.
Grüße, Dusche. Dusche fehlt noch, sagst du, René? Ich habe eine Dusche. Ich habe tue ich in einen Wasserkanister, so einen kleinen Motor und dann brause es da dran und dann an meine kleine Powerbatterie anschließen und dann stehe ich hier nackig im Erz. Ja, sieht unheimlich gut aus. Sieht unheimlich gut aus. Das weiß ich nicht, aber. Ja. Ich habe das nicht gesehen, keine Ahnung. So, Rebecca. Was? Jetzt fehlt da noch einer, den haben wir noch gar nicht vorgestellt. Jetzt mache ich das Licht und du machst das mit der Vorstellung. Hallo! Hallo! Seit 3 Minuten läuft jetzt YouTube endlich. Also das ist der Dennis, der ist ja verantwortlich, dass YouTube funktioniert. Heute hat es leider nicht geklappt. Ja. Monats? Technik halt, ne? So mit Streaming-Key und dann... Diese Technik. Aber total spannend ist hier, was du hier alles hast. Was hast du denn hier alles so drin? Ja, das ist so... Kannst du Licht im Auto anmachen, Dennis? Oder geht das nicht? Aber wir zeigen euch jetzt mal eben, wie das hier bei Dennis im Auto aussieht. Auch total krass. Also hier, es ist wirklich krass, also was der wieder die Technik aufgefahren hat. Also hier hängt so ein iPad. Ist das richtig ausgerichtet hier? Was? Die Kamera? Ja, ist gut. Ich denke schon, das sieht ganz gut aus. Also hier sehen wir uns eigentlich gerade quasi verzögert. Da seht ihr noch Lukas mit Tilo. Dann geht das Ganze hier noch zu so einem iPad. Das ist dann halt mein zweiter Monitor. Ja, und also, dann wird dann halt gestreamt so, ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Der Dennis kümmert sich quasi jetzt von unterwegs hier darum, dass hier so wirklich Luft drin bin. Ich muss sagen, rechts links, ich sehe nichts, Kannst auch rauskommen, Kannst auch rauskommen, ja. So ist ein Caddy, es ist kein VW-Bus, also. Genau, also Dennis und Benny machen das zusammen. Der Benny von zu Hause, der Dennis von unterwegs, mal so, mal so. Und die sind dann die YouTube-Boys quasi. Die YouTube-Boys, das hört sich gut an. Achso, nach den Story-Boys kommen die YouTube-Boys. Ja, genau. Und dann streame ich halt von hier, habe jetzt so einen Beifahrersitz, der drehbar ist. Deswegen sieht das so komisch aus, wenn ich dann da durch das Fenster gucke. Komm, wir zeigen das mal einmal ganz kurz nochmal, wenn ich das hinkriege. Ich schwenke mal einmal ganz kurz da so rum, dass ihr einmal kurz einen Eindruck bekommt, wie Dennis hier so haust. Also du musst mal quasi von hier aus gucken, dann sieht man halt so, wie ich da normalerweise... Also hier, da ist ein Rucksack auf dem Fahrersitz und dann haben wir hier Dennis seine Monitore, iPad, Dingsens und da hinten seht ihr... Küche. Also hier ist ein schwenkbarer Tisch auch eingebaut, hier unten ist eine Elektronik, soweit ich das sehe, ne? Berichtige mich, wenn ich was falsch sage. Ja, hier ist eine zweite Batterie. Ja. Und dann hier... habt ihr hier noch die Kühlbox da hinten zum Beispiel? Dann hat er hier die ganze Küchenalarm noch. Da ist noch ein Mikrofon. Und hier ist noch eine ganze Küche. Genau, mach mal den Vorhang einmal kurz zur Seite, dass man das nochmal. Das ist ein Handtuch, aber ja. Naja, guck mal hier. auch cool. Habe ich nicht selber gemacht, aber ja. Ja, und dann steht hier halt alles, ne? Und Müll. Ja. Also krass ausgebaut, das Ding. Schön ausgebaut, auch selbst ausgebaut, Dennis, ne? Ja, selber ausgebaut, genau. Ja. Mega gut. Genau. Und jetzt hat er da oben noch so ein... So ein Ding mit so einem Dach, Zelt. So ein komisches Ding da noch, so ein Dachzelt. Ja. Und wer weiß, da ändert sich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was jetzt gerade. Mal schauen, was da so draus wird. Dennis, lebst du Vollzeit im Dachzelt? Nein. Nein. Nee, Dennis, wir haben heute auch noch mal drüber gesprochen. Ja. Er mag es auch ganz gerne... so eine Base zu haben. Aber er ist richtig? So sind wir beide drin. Ja? Lustig, wenn wir uns nach rechts bewegen, hat der Tilo irgendwie auch das Bedürfnis, mit der Kamera mitzufilmen. Ja, du musst so ein bisschen nach da schwenken. Nein, schwenken. Nein. Die Kamera, so. Wir laufen einfach immer weiter. Und das ist aber auf die Stirn vielleicht. Ja, eine Stirnlampe sollte man auf die Stirn setzen, das ist bestimmt nicht verkehrt. So. Oh, jetzt wird's schwierig. Nicht zu nah ran, Lukas. Nicht zu nah ran. Hallo! Hallo! Also jetzt sind wir da alle drin. Also hier kam auch gerade ein Kommentar. Grüße an euch alle, ihr seid gechillte Leute. Ja, chillen geht auch manchmal. Hart chillen können wir auch. Ja, das können hart arbeiten, aber auch hart chillen. Zu oft, aber es passiert. Heute haben wir zu dritt gechillt. Also nicht in einem Dachzelt, sondern jeder in seinem eigenen. Und haben alle haben im Camp. Nein, wir haben alle in einem Dachzelt gechillt. Und Leute. Liebe Grüße zurück nach Schweden. Und Tanja Hill schreibt, sie freut sich schon so auf uns. Noch 4 Wochen bis zur Schweiz. Oh, ich freue mich auch schon so auf die Schweiz. Ja, Schweiz wird geil. Leute, Schweiz wird geil. Das wird voll cool. Ja. Schweiz, da geben wir auch noch mal ein paar Infos. Checkt das auch noch mal aus. Also Meetup in der Schweiz. Ja. Meetups. Gucken bei dachzeitnomaden.com. Hast du beides im Griff hier? Ja, ich habe alles voll im Griff. Das ist gut. Rebecca, ja, YouTube habe ich jetzt nicht. Aber ja. YouTube müsste dann jetzt einfach laufen. Genau. Habe vergessen, am Erzberg mir ein T-Shirt zu holen. Nächstes Mal sicher. Nein. Ja, kein Thema. Mach dir keinen Stress. Meldest du dich einfach im Shop und dann kannst du das bekommen. Die liebe Sibylle war hier vor Ort und hat ganz viel gedruckt. Voll cool, so auch so selbst gedruckt.
Ja. Hat sie das und personalisiert hat sie Sachen, wenn jemand was anderes drauf haben wollte. Genau. Wir haben Autos beklebt, wir haben uns gut beschäftigt. Ein bisschen näher ran. Oh, da ist er. Jetzt bist du an Instagram nicht da. Ja, ist, wir haben nämlich ein Querformat-Bild, wenn ihr euch wundert, warum wir hier so knutschen in diesem Querformat. Das ist deswegen, weil im Hochformat ist man dann nämlich gar nicht mehr drin, wenn man nicht weit genug ist. Eigentlich wäre es total schlau, wenn das eine Handy weiter hinten wäre und das andere weiter vorne, oder? Rebecca. Wow. Oh, aber dann kann man die Kommentare nicht mehr lesen. Oder man braucht eine Lupe. Ich kann die sowieso nicht lesen von hier aus. Ja. Weißt du, wer Dennis ist? Das ist ein Insider. Das kam hier im... wir hatten so... Wo kam das her? Wir hatten so mit Walkie-Talkies ja. und dann stand Dennis da nebenan und jemand hat gefragt, wo ist er? Und dann stand er aber nebenan und dann... Nein. Ich habe mindestens 20 Mal gesagt, dass ich jetzt zum Offroad fahren gehe. Und dann habt ihr irgendwann gefragt, wo ist eigentlich der Dennis? Auf jeden Fall haben wir dann die Walkie-Talkies nur dafür genutzt, um den ganzen Tag zu fragen, wo der Dennis ist. Und eigentlich hatte nur der Dennis ein Walkie-Talkie. Julian Hörermann sagt, ich bin 18 Jahre alt und will auch bald in mein Auto ziehen mit Dachzelt. Sau geil, Julian. Wir können dir wir können dich nur motivieren. Das ist eine coole Sache. Nochmal hier ein kleiner Disclaimer, wenn ihr jetzt so viele Leute seht, die im Dachzelt wohnen oder im Auto wohnen, das muss man nicht machen. Also, wenn man Bock drauf hat, kann man das machen und das ist bestimmt nicht für jeden was. Aber es gibt viele Leute, die da Spaß dran haben und wenn ihr euch davon inspirieren, motivieren lasst, zwei Wochen, ein Monat, ein halbes Jahr oder drei Monate oder ein Jahr. Teilzeitnomaden zu sein oder Vollzeitnomaden. Also ich mache es jetzt 3 Jahre komplett Vollzeit. Rebecca macht es 2 Jahre komplett Vollzeit. 2 Jahre. Lukas 1 Jahr, habt ihr gerade gehört. Und es geht. Und es geht auch länger als nur mal ab und zu. So für die. Martin Schmedecke schreibt, Niederlande, wir kommen mit 8 Kindern. Oh! Fleißig! Wir freuen uns. Fleißig gewesen. Sind das Dachzeltkinder? hatten wir das nicht? Wo hatten wir das? Ach, das hattest du. Genau. Im Vortrag hatten wir einen Kommentar, den hat Dennis dann vorgelesen. Und das, wie war der nochmal? 1 bis 1 gibt. 1 bis 1 plus Dachzelt ist gleich 3, war das, oder? Ja, 1 plus 1 gleich 3, aber. 1 plus 1 plus 3, das ging um die mit Dachzelt dann coolen halt. Sachen beim Dachzelten. Da kann man nämlich auch Kinder machen. So weit. Das muss uns aber nochmal genauer erklären, wie das funktioniert. Ich kenne das nur mit dem Storch. Was sollen wir da einen Workshop, oder? Ein Workshop. Wer möchte diesen Workshop leiten? Bewerbt euch jetzt. Unter 0800 @dachzeltnomaden.com. Oh, mein Fuß. Oh, sorry. Okay, ich stehe hier, das wird so total bescheuert aussehen. Ich stehe nämlich total breitbeinig, damit ich ungefähr ein bisschen auf Höhe komme hier. Natürlich. Ja, nee, sonst würde es so aussehen. Geht auch. Ist auch nicht schlecht. So, dann sind wir aber da im... Muss so schief. Weiß, ja, Leute. Yo, mega Bock drauf. Habe ich Bienchen, Blümchen und Dachzelt. Ja, so sieht's aus. So läuft das also. Seht euch das erste Mal jetzt aus dem Dachzelt, das in Schweden. Cool. Herzliche Grüße, liebe Grüße zurück aus dem Dachzelt in Schweden. Du hast dir wahrscheinlich schön gemütlich gemacht und cool, dass du dabei bist. Ja. Ja, das ist schön. Auf keinen Fall die Hängematte vergessen. Nein, wird nicht vergessen. Oh, ich muss den Arm wechseln. Ganz kurz noch hier. Hallo! Oder wie war das? Ja, genau. Hallo! Hallo! Ich gehe mal nach hinten, dann könnt ihr... Ja, genau. Ja, so ist vielleicht... Danke, Lukas, fürs Lichthalten. Du bist ein geiler Lichtboy heute. Ein Lichtboy? Ein geiler Lichtboy. Ja. Du bist nicht drin in Instagram. Nee, ich komme nicht, weil wir sind nicht eng genug. Oh mein Gott. Ja, ihr Lieben. Das ist im Prinzip jetzt die Truppe, die noch übrig ist. Und wir werden heute noch ein bisschen hier rumchillen und noch ein bisschen essen. Essen ist fertig. Chillen und Dachzelten. Oh, so Essen ist fertig. Und gleich geht's an Tresen. Das Essen riecht schon Tresen gut. Tresen ist da. Ja, hier, pass auf. Hast du einen Tresen? Guck mal. Warte, ich muss es mal hier. So. Ja. Wir können einfach das anmachen. Das wir hätten uns eigentlich hier drunter stellen können, ne? Ja, hätten wir machen können. Die Baustrahler. Es wäre einfach gewesen. Es hätte so einfach sein können. Ihr müsst alle raus. Ja, kuscheln! Drehen wir uns jetzt einfach und dann einlässt in die Farbe. Nee, pass mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Boah, das ist voll die gute Idee. Oh, das ist voll die gute Idee. Man kann ja sogar ein Stativ auch abstellen. Boah, sind wir schlau. So. Guck mal hier. Krass, aber weißt du, was? Was wir jetzt machen, wir machen jetzt Folgendes. Wir setzen uns jetzt mal, weil Essen ist fertig, hat Lukas gesagt, ne? Ja. Ja. Wenn Essen fertig ist, dann muss man essen. Und wir werden jetzt mal eben euch vielleicht mitnehmen, noch 2-3 Minuten. Könnt ihr noch mit dabei sein? Könnt ihr euch auch was zu essen machen? Und wir werden unseren Hunger ein bisschen stillen hier. Und das ist quasi Essens-TV. Auch voll Hunger. Nicht Lagerfeuer-TV. Nee, Lagerfeuer haben wir leider nicht. Vielleicht später kommt hier das Lagerfeuer noch dazu. Das wird ganz schön. Ja, das sieht wirklich... Also...
Das Teil finde ich richtig geil. Das hatte, wer hat das nochmal gemacht fürs Dachzeltfestival? Oh, das weiß ich leider nicht mehr auswendig. Das war echt eine coole Idee, ein Windlicht. Ja. Und das jetzt hier mit so einem Solardings, das macht sich richtig chillig. Was gibt's zum Essen? Was gibt's zum Essen? Es gibt Chili. Nein. Soße. Soße. Es ist tatsächlich etwas scharf geworden mit Kidneybohnen, Mais, oh, super. Soja und Nudeln. Nudels! Juhu! Nudels! Und Äpfel. Apfelsinen. Sehr cool. Und los! Genau. So. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Ich versuche euch jetzt hier irgendwie hinzustellen, dass ihr halbwegs was seht. Mal gucken. Ja. Diesen Stern, den ihr da seht bei Instagram, das ist Rebecca mit ihrem Handylicht. Hallo, Entschuldigung. Ja, es ist gut. Sieht auch gut aus. So. Ich bin ein Stern. Sieht so. Ja immer so schlecht aus, gell? Was? Wie nee, so eine Fee. Sieht geil aus. Ich spüre jetzt Feenstaub. Das ist cool, Lukas. Feenstaub. Cool, da ist Licht. Okay, Licht aus. Wo gibt's so. Das ist so toll. Die Lampe habe ich auch. Es ist wirklich immer chillig, draußen zu sitzen und zu essen. Also, ich esse am liebsten mittlerweile. Wenn ich mittlerweile in ein Restaurant reingehe, dann setze ich mich eigentlich immer draußen hin. So schlimm ist das schon. Ja. Ich stelle mal eben noch hier die Dinger ein. Mal hier ein bisschen aufräumen. Ist das hier? Lukas, bitte dein Kuchen. Ja, hat er jetzt gerade. So, hier. Also danke für den guten Appetit, wünsche. Danke, danke. Ich hoffe, wir essen euch hier nichts vor. Wenn doch, dürft ihr schimpfen. Ja, bitte. Guten Appetit. Habe erst jetzt den Stream gefunden. Ihr habt ja viel Spaß und wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke für die schönen Tage. Das ist so schön von euch beiden. Schön, dass ihr am Start wart. Das war echt cool. Angelika und Martin war das, ne? Genau. Ne? Wunder. Angelika und ja, Martin. Genau, ja. Super cool. Schön, dass ihr da wart. Wir haben uns auch sehr gefreut. Und danke für den Kaiserinnen-Schmarrn, den ihr gemacht habt. Der war sehr lecker. Und danke für heute Morgen beim Frühstück. War auch total nett. Wir haben noch ein paar Bilder gemacht und wir werden euch die auch nochmal in die Gruppe reinstellen. Dennis hat die auch schon bearbeitet. Und die sind auch auf Instagram, glaube ich, schon zu finden, ein paar. Das war echt cool. Könnt ihr noch mal gucken. Mahlzeit und liebe Grüße von Wien. Ich hätte doch rausfahren sollen das Wochenende. Jaha. Ja. Jaha. Wien ist eine gute Stunde oder zwei. Kannst noch kommen, wir sind da. Ja. Also, komm vorbei. Oh, hier, guck mal, die Lichterkette sieht man auch ganz gut da. Ja, das ist auch ganz nice. Ja. Sieht man auf Instagram nicht? Da ist er. Dachzeltlichterkette. Wer darf man jetzt essen? Ja, ja. Ist das mein Teller? Das oder ist mein Teller. Okay, dann aber du darfst ihn gerne auch nehmen. Nein, nimm den. Danke fürs Kochen, Familie Bürger. Dankeschön. Gerne. Hallo Oliver, du mein Lieber. Bist am Start. Viel Spaß, ihr lieben Dachzeit, nochmal einen guten Hunger. Guten Appetit. Super Abend. Danke. Für diese schönen Worte, danke, für diesen schönen Tag, danke, dass wir hier sitzen dürfen, weil ich euch ja mag. Also Lukas kann nicht nur massieren, kann auch singen. Kann er das? Ich bin mir da nicht so sicher. Was jetzt von beiden? Petra und Klaus, seid ihr noch da? Ja. Ja. Essen noch. Die essen noch. Die sitzen da hinten, man kann jetzt leider nicht alle beleuchten, irgendwie ist es schade, aber wir können das höher stellen. Ja. Aber Klaus und Petra mögen das, glaube ich, auch nicht so. Ja. So, jetzt müsste man sie alle sehen, oder? Ja, wenn es da hinten ausleuchtet, schon, aber ja, es ist auch too much. Ja. Okay. Lasst euch schmecken, danke, das machen wir, Andreas. Und bis in zwei Wochen, da sehen wir uns, glaube ich, beim Meetup in Oberbayern, wenn ich richtig informiert bin, oder? Bist du am Start? Dann nehme ich das. Sehr geil. Ja. Dann chillen und grillen wir gemeinsam. Mal wieder. Mir fehlt noch, ich habe gar kein Besteck. Habe ich ein Besteck mitgemacht? Ich hatte einen Löffel geklaut. Eine Gabel hatte ich mal. Irgendwann hatte ich meine Gabel besessen. Also, es ist verwunderlich bei den ganzen Treffen. Auf einmal, also du hattest eigentlich von allem eine Sache. Ich habe immer ein Messer, ich habe eine Gabel, ich habe einen Löffel groß, einen Löffel klein. Aber auf den Treffen verschwinden die Sachen. Ich habe irgendwie auch immer zwei Gabeln. Manchmal.
manchmal sind die Sachen ausgetauscht. Also dann hat man andere Gabel, als man vorher hatte. Aber manchmal ist es komplett weg und dann stehe ich da. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man von einer Sache immer eins hat. Ach halt, ich habe manchmal auch zwei Sachen. Zweimal. Oh, das ist aber jetzt hell. Ich bin erst in Holland dabei, sagt Frank. Ja, das ist auch kein Thema. Wird auch super cool da. Jetzt esst. Alles klar, Anja. Los. Wir essen jetzt. Jawohl. Also ich esse schon. Ja. Ich hätte gerne Nudeln. Ja, gerne. Guck mal ruhig drauf da. Den. Es gibt, glaube ich, nichts zu kippen. Guck, was wir kippen. Läuft. So. Dankeschön. Bitteschön. Oh, die Soße ist sehr, sehr lecker. Genauso habe ich mir die Soße vorgestellt. Dankeschön. Tja, bitteschön. Ja, ihr Lieben, wir werden jetzt ein bisschen was essen hier, schnabulieren und freue mich auf Burgkirchen. Wir uns auch. Ist, Oberbayern. Oberbayern. Meetup Oberbayern. Nochmal der Hinweis, wir haben 4 Meetups am Start noch dieses Jahr. Guckt auf dachzeitnummern.com /Meetups, glaube ich, oder gebt einfach Meetups Dachzeitnummern ein und ihr werdet das alles finden und dann sehen wir uns dort vor Ort. Ups. Am Essen zu gucken. Ja, ihr Lieben, nächstes Wochenende geht es wieder auf Tour. Schön. Ja, Käse, ich habe eine Reibung. Geht so oft raus, wie ihr könnt. Es macht wirklich Spaß. Wir können das nur bestätigen. Also man kann natürlich nicht immer raus, das ist auch uns so klar, aber und wenn ihr nicht Bock habt auf ein Treffen, dann geht einfach so mal Dachzelten und nehmt eure Liebsten mit. Da haben wir auch einen super Kommentar gehabt, ne? Generationen bringt das Dachzelten zusammen, war das irgendwie, oder wir geben es an die nächste Generation weiter, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind. Oder wie war das noch? Enger, man wird enger, ne? Mit dem Dachzelt. Ja, vor allem Familien rücken halt auch eng zusammen, ne? Ja. Man spürt sich dann auch wieder, ja. Oder man lernt sich ganz anders kennen auch. Ja. Oh, cool. Ihr Lieben! Ich glaube, es ist das erste Live, was unter einer Stunde ist, oder? Ja, aber ist auch mal cool. Ja. Heute ein kleines Razzifazzi-Live. Mit netten Menschen Mozzarella. Und genau, einfach spontan live. Wir haben einfach mal geguckt, was uns so einfällt und was wir so machen. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön mit euch. Sagst du mir Bescheid, wenn du was machst? Wir wünschen euch einen wunderbaren Abend und macht euch nett. Im Schlaft Bett. Gut im Bett oder im Dachzelt. Und wir melden uns wieder nächste Woche mit einem. Haben wir schon das Thema für nächste Woche? Aber nächste Woche gibt es bestimmt wieder ein Thema. Ja, wir denken uns ein Thema aus für nächste Woche. Und dann kündigen wir auch wieder an und dann seid ihr wieder mit dabei. Also, ihr werdet auf uns nicht verzichten müssen am nächsten Sonntag. Wir kommen. Werdet uns nicht los am Sonntag, wollte er sagen. Genau. Tschüss. Macht euch nett. Kein, was steht hier noch? Kein Wein, kein Bier. Du meinst jetzt hier beim, hier jetzt? Komisch, ne? Haben wir keinen. Ja, nee, also Opa Klaus und Petra Kling trinken was, aber ich habe jetzt gerade gar nicht so einen Bock auf ein Bier. Es gibt übrigens alkoholfreies Radler, das schmeckt sehr lecker. Ich werde das noch nicht probiert. Okay, ich habe gelogen. Die hat gelogen. Guck mal hier, das ist eine Sprache, da müssen wir erstmal aussprechen lernen hier. Haut eiche Moize. Ja, Gesundheit! Haut eiche. Ist das Schweiz? Ist das, ist österreichisch. Österreich. Oh, haut eiche. Was heißt das? Also haut rein, Mahlzeit heißt es, glaube ich. Achso, ich habe irgendwas, haut euch ins Zelt oder so jetzt. Nee. Ich glaube, Dennis ist müde. Munda, das hört sich gut an. Ja. Wir freuen uns, ich dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin noch ein bisschen rot, dezent. Also ihr Lieben, wir senden euch ganz liebe Grüße aus Österreich vom Erzberg. Wir machen uns hier nochmal gemütlich eine letzte Nacht und dann geht es für uns auch wieder auf die Reise. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag um 8 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und jetzt abschalten. Genau, und jetzt? Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Die Hände da hinten sind da, ist Opa Klaus, da ist Petra. Aber man sieht nur Hände. Da ist Pauline. So. Abschalten, ne? Ja, warte, ich muss YouTube ausmachen. Ja. Mach ich irgendwas falsch? Wir werden hier gleich explodieren. Der ist alle. Ja, deshalb stecke ich doch gerade eine neue rein. Ich dachte, du willst jetzt abschalten. So, jetzt sind wir wirklich raus. Gute Nacht. Nacht. Können wir das? Klappt das jetzt?
Weg? Ja, ich wollte es noch mal ein bisschen warm machen. Weil, so, wenn ich weiß. Brennen die da nicht? Will jemand Mozzarella? Oh ja, ich hatte auch noch Parmesan irgendwo hingelegt. Guck mal hier. Parmigiano, oh, Italiano. Ja. Ich will Parmesan. Ich ist aber voll, ein bisschen vollgespritzt mit der Soße. Ist egal, ich will Parmesan. Okay. Parmesan. Nichts geileres als Parmesan auf Nudeln. Ja. Eigentlich mag ich Nudeln nur so gerne, weil es Parmesan gibt. Er ist sogar noch gut. Aber weißt du, was voll cool ist? Ein Buttergeschenk und dann Parmesan drüber. Oh ja. Hier Parmesan. Was glaubt ihr, wie viele Tonnen Butter hier drin sind? Das ist kein echter Parmigiano, glaube ich. Was, wie viele, was? Wie viele Tonnen Butter hier drin sind? Das schmeckt das so gut. Lukas hat gekocht, da muss viel Butter drin sein. Klar, das ist der echt. Lukas ist unsere Mutter. Nein, der Lukas hat so immer Butter. Haben wir noch Parmigiano? Oh, ich habe jetzt einen Käse, aber ein bisschen geht immer. Aber nur so für also den, die Schärfe ist gerade so, dass mir Optik das sogar schmeckt. Ihr seid ja immer noch da. Dankeschön. Ich hab doch gesagt, abschalten. Kennt ihr noch Peter Lustig? Cooler Typ. Cooler Typ, ja. Ich hab den gefeiert. Ich feier den immer noch. Den gibt's ja, den gibt's ja. Also es gibt ihn immer noch in unseren Köpfen. Mhm. Gibt's die Sendung eigentlich noch? Ja, das hat glaube ich jemand übernommen. Ja. Man soll aufhören, wenn es das so ist. Ich will jetzt auch wieder wetten, das, ne? Ehrlich? Ja? Ich hab mir irgendwie erzählt. Ich war so traurig, als abgesetzt wurde. Genau. Ich kam jetzt immer mit der Familie zusammen Samstagabend. Wetten das jetzt mit Horst Schlemmer? Das wäre so geil. Das wäre ja schon wieder cool. Wer macht das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Captain das macht. So, ich werde mal mit Bett machen, ne? Aber nee, nichts. Also. Immer noch da. Kuckuck. Ruft aus dem Wald. Jetzt noch die Löwenzahn, Ausklangmelodie laufen lassen. Okay, Nils, das kriegen wir hin. Pass auf, Thilo, genau gesagt, ist es Prinz Pinzgaurisch. Achso, mal, guck mal, du hast gelernt. Ich muss dir noch mehr richtig Aussprache, vielleicht kannst du mir eine Sprachnachricht per Messenger schicken, dann weiß ich Bescheid, wie man das ausspricht. Ich habe manchmal tatsächlich Probleme, die Österreicher wirklich zu verstehen. Also, wenn sie wirklich richtig, so, dann ist es schwierig. Mhm. Aber gestern Abend haben wir im Camp unsere Nachbarn die ganze Zeit österreichische Musik laufen lassen. Und teilweise konnte man es nicht verstehen, teilweise wollte man es auch nicht verstehen. War ein bisschen pornografisch die Musik, aber. Petra fand ja auch stellenweise ganz lustig. Ne? Wo ist sie denn? Ist sie weg? Mhm. Aha. Schon im Bett? Nein. Gib dir so einen Nachtisch. Ich bring den Grill weg, glaube ich. Ja. Ich hätte gerne ein Eis. So, ihr Lieben. Hört ihr das? Löwenzahn. So. Jetzt verspielt er sich. Das lassen wir noch auslaufen und dann sind wir weg. Thema für nächste Woche. Und warum? Und jeder hat einen Schritt im Kopf von diesen Löwenzahnpflanzen, die so aus dem Boden raussprießen. Darf ich noch ein bisschen groß sein? So wie die Dachzeitnomaden. Gleich zu Hardcore. So, ihr Lieben, wir sind raus. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr noch dabei seid. Jetzt aber wirklich abschalten.